alles Gute zum Geburtstag wünschen. Die Firma Rittal ist für uns ein wichtiger Kunde. Wir haben in der Fraport jetzt zum 1.1., das ist auch recht kurz, ja, die Bauherrenfunktion, wenn Sie so wollen, stand etwa 8 Milliarden Euro Volumen. Im Moment, da wir gerade im Höhepunkt des Ausbaus sind, setzen wir etwa 8 bis 900 Millionen Euro pro Jahr an Investoren. Das so als Größenordnung. Hier habe ich noch ein paar Zahlen. Wir sind durchaus im Umsatz vergleichbar mit der Firma Rittal. Haben ein paar Mitarbeiter mehr. Da sehen Sie schon, wir kommen nicht aus der Produktion, sondern aus den Services. Wir erbringen unsere Services in Person. Daran ist das erkennbar. Und 53 Millionen Passagiere. Damit sind wir einer der größten Airports dieser Welt, was sowohl Passagiere, aber auch Fracht anbelangt. In der Kombination auch einmalig auf der Welt. Ja, hier nochmal die Flugbewegungen. Wir haben 160.000 Passagiere, manchmal 180.000 Passagiere pro Tag hier auf dem Campus. Also eine Menge los. Die haben auch oft Gepäckstücke, nicht alle, aber viele. Also etwa 120.000 Gepäckstücke am Tag. Unser Geschäftsmodell ist sehr breit, das sehen Sie auch bei den Mitarbeitern. 16.000 ist für einen Flughafen dieser Größenordnung relativ viel. Hier sehen Sie ganz klar, wir brauchen mehr Kapazität. Und das passiert ja auch gerade. Dann kommen wir zur nächsten Folie. Wir wollen unsere Eckwerte praktisch hochfahren. Da ist jetzt die neue Landebahn mit integriert. Sie sehen ja hier den Flughafen nochmal als Schaubild, also hier das Stadt-Landebahn-System, was wir haben, die beiden Innenbahnen, hier die Stadtbahn West und hier die neue Landebahn. Wir sind seit über 10 Jahren dabei, dieses Projekt umzusetzen. Am 21. Oktober sind wir soweit, dann wird die erste Maschine landen, eine Gepäckfördertechnik eingesetzt, das ist ja ein großer Treiber. Und hier sehen Sie überall, wo es jetzt Terminal gibt, hier sehen Sie das Terminal 1 und das Terminal 2 angedeutet, überall dort, wo Sie Terminal sehen, ist Gepäckfördertechnik im Keller. Und das ist ein wannengestütztes System, also der Koffer kommt in die Wanne und fährt mit bei der Spitze der ersten Bahn durch die Gegend. System, was 73 Kilometer lang ist und jetzt, Sie sehen da die Antriebe, 22.000 Antriebe, 20.000 Gepäckstücke pro Stunde Sortierleistung, das sind alles mächtige Zahlen, was denke ich auch ganz wichtig ist, hohe Verfügbarkeit des Systems, 99,65%, das ist schon enorm für so eine Technologie. Der Firma Rittal, wir setzen tatsächlich Produkte an verschiedensten Ecken ein, sei es Check-in, sei es MRKA, das ist die mehrstufige Röntgenkontrolle. Also das, was Sie als Passagier erleben, erlebt Ihr Koffer auch. Der wird dann auch geröntgt. Das machen wir relativ komplex. Wir müssen die Wanne rausheben, Röntgen wieder reinnehmen in unser Fördersystem. Wir haben den Frühgepäckspeicher. Ja, Förderleistung, Sortierleistung und so weiter. Das geht bis zu den Fluggastbrücken. Da ist auch Technologie von Rittal drin. Zu den Fluggastbrücken muss man sagen, bei der 380, das ist hier dargestellt, sind es ja jetzt 3 Fluggastbrücken. Wir haben mit dem Fraport, und das meinen wir tatsächlich so, eine Wertschöpfungspartnerschaft. Wir sehen uns als Partner des Fraport. Einmal von der Technologieseite her, dass wir die Technologie, die der Fraport für seine Aufgaben braucht, dass wir die liefern, und zwar zur richtigen Zeit am richtigen Ort, Automotive und Airport. Beides Bereiche, die bei Rittal sehr groß sind, auch sehr international sind. Wir sind auch in meinem Bereich eine internationale Truppe. Und wir arbeiten zusammen intensiv mit den Betreibern, den Generalunternehmen und natürlich den Zulieferern der Flughäfen im Bereich Gepäckförderung, Firmen wie Siemens oder Vanderland. Wir sind in den Projekten drin, von der Projektierung
Packaging ist bei uns also ganz normale Einhausung von Elektrik oder Elektronik. Wir sind in der Stromverteilung, in der Klimatisierung und auch in der IT-Infrastruktur. Wir haben hier auf dem Fraport aktuell etwa 7000 Server-Racks stehen. Wir unterstützen auch die Planer der Flughäfen bei Ausschreibungen mit Spezifikationen, mit Freigabelisten, mit Ausschreibungstexten. Wir betreuen die Leute weltweit vor Ort, wie eben schon genannt. Wir sind bei der Projektierung dabei, wir produzieren das, was gebraucht wird, wir montieren vor Ort und wir haben seit 7 Jahren jetzt einen Servicebereich, der weltweit organisiert ist, weil wir immer mehr aktive Komponenten auch mit reinbringen. Fraport und Ritter haben als Unternehmen viel gemeinsam. Wie schon gehört, sind wir beide dieses Jahr Geburtstagskinder, beide made in Hessen, beide global aufgestellt, sehr bekannte Innovations- Technologieführer in allen Märkten. Kommen wir zu den Lösungen am Airport. Und zwar als Auswahl haben wir zum Beispiel die 400 Hertz Stromversorgung, die Fluggastbrücken, Fahrzeuge, Befeuerungsanlagen, Gepäckförderung, Vorfeldkontrollen, Brandmittelanlagen, Klimazentralen, IT-Anwendungen, IT-Flüssigkeitskühlung für Serverrigs und die Brennstoffzelle. Hier sind wir im Herzstück des BCCs, Baggage Control Center. Hier jetzt die gesamte Anlage hinsichtlich der Technologie, der Verfügbarkeit und der Maintenance gesteuert. Mit dem A-Plus ab gut Sommerflugplan 2012 werden nochmal 6 Kilometer hinzukommen, sodass wir im Jahr 2012 80 Kilometer hier in Frankfurt haben. Jetzt gehen wir mal aufs Vorfeld raus. Praktisch alle Prozesse, die auf dem Vorfeld stattfinden. Ja, mein Name ist Norbert Karl Schwerlich. Ich darf Sie auch nochmal recht herzlich willkommen heißen im Namen der Fraport AG hier auf dem Vorfeld des größten Flughafens in Deutschland. Europaweit waren wir die Nummer 3 im vergangenen Jahr mit 53 Millionen Passagiere. Dieses Jahr bewegen wir uns auf die 60 Millionen zu. Könnten vielleicht sogar am Ende des Jahres die Nummer 2 in Europa sein. Dann hinter London Heathrow und vor Paris Charles de Gaulle. Legt die 5 Meter zurück. 5 Gepäckstücke in der Sekunde und auch die Trefferquote war weltmeisterlich. Im vergangenen Jahr 99,67% der Gepäckstücke sind genau da angekommen, wo sie auch hingehören, und zwar in die richtige Hand. Das ist weltweit Spitze, leistet kein anderer Airport. Hier sehen Sie jetzt schon den Giganten der Lüfte, das größte Passagierflugzeug aller Zeiten, die A380-800. Wir waren weltweit auch der erste Flughafen, der auf, wie wir sie liebevoll nennen, die dicke Biene eingestellt war. Die dicke Biene hat eine Spannweite von 80 Metern, die ist breiter als ein Fußballfeld. Die A380 nimmt 310.000 Liter Kerosin auf, hat ein Startgewicht von 560 Tonnen. Sie können hier sehr schön über 3 Fluggastbrücken sehen, steigen die Passagiere auch sehr schnell ein und aus. Die saugen sich auch oben nochmal durch diese Ziehharmonika, wie beim Akkordeon, saugt die sich direkt dran, dass die Passagiere auch nicht nass werden beim Ein- und Aussteigen. Ein Triebwerk hat etwa zwischen 80 und 85.000 PS. Und jetzt, wie gesagt, unser Tower 70 Meter hoch. Da sitzen im Moment 7 Fluglotsen, nachts 3. Und wenn da 1.000 Fluglotsen in die Prüfung gehen, fallen da etwa 997 durch. Wollen wir Ihnen heute mal zeigen, wo wir wirklich die Produkte produzieren. Und dazu will ich Ihnen ein paar Themen rüberbringen. Das ist einmal das Thema Energieeffizienz, das wir schon seit vielen, vielen Jahren betreiben. Und es ist zum Zweiten das Thema, wie stellen wir unser Werk auf, damit wir auch in 4 bis 6 Jahren noch wettbewerbsfähig sind am Standort Deutschland. Hier haben wir mal einen groben Überblick über unser gesamtes Werk hier in Rittershausen. Wir haben hier in Rittershausen etwa 150.000 Quadratmeter Fläche, also Grundfläche,
und haben darauf 50.000 Quadratmeter Produktionsfläche. Unsere Fabriken sind im Wesentlichen aufgeteilt mit einer Rohfertigung, mit einem Lackierenbereich und einer Montage. Vielleicht noch ein paar generelle Daten zu Rittershausen. Wir beschäftigen hier ungefähr mit Leiharbeitern, mit Leuten in der Logistik ca. 1300 Mitarbeiter. Wir verarbeiten jeden Tag mehr als 400 Tonnen Stahl und wir fertigen jeden Tag ca. 2500 Großschränke. Davon sind etwa 1000 knapp Sonderanfertigungen und 70% der Stückzahl bewegt sich zwischen 1 und 5. Das heißt, also da ist die große Herausforderung da, allein so ein Werk wie Rittershausen hat täglich ca. 250 Sonderaufträge, wobei 70% dann nur diese kleine Stückzahl haben. Das, was wir planen, sehen Sie hinter mir aufgebaut. Wir haben uns vor ca. 2 Jahren einen Company Claim verabreicht unter dem Titel Ritter das System, entwickeln, produzieren und vertreiben die Infrastrukturlösungen für industrielle Anwendungen und für IT-Anwendungen. Unter Entwicklungsaktivitäten stehen so eine ganzen Zeichen einer Verbesserung unseres Systems. Das muss man schon auch mal deutlich sagen. Das ist nicht unsere Strategie, die neuen Produktbereiche auf den Markt zu bringen, zu versuchen, die zu verteilen, sondern wir fokussieren auf eine Verbesserung dieses Systems von Stromverteilungslösungen, widerspannenden Stromverteilungslösungen, Innenausbauten für alle möglichen Anwendungen, von Schaltanlagenbauten, Klimatisierungslösungen, verschiedenen technischen Varianten, Heizungen, thermoelektrische Kühlung, klassische Kompressionsgeräte, wasserbasierte Kühlung bis hin schlussendlich zu IT-Infrastrukturlösungen. Beginnen möchte ich mit diesem Kunststoffklotz, wie Sie sehen, welche die Frage formt. Er stand nicht dem Werk eines Raddesigners für die nächste Documenta, sondern ist ein technisch, anwendungstechnisch und ausbautechnisch ein ausgefeiltes Produkt, durch strukturmechanische Analysen auch optimiert in Richtung Materialverbrauch. Entstanden ist er aus den Überlegungen bezüglich des im Schallschrank befindlichen Ausbauraums und sind schnell zu dem Schluss gekommen, dass der Sockel und unsere internen Analysen haben fest am Ergeben, und danach zum Verkaufszahlen ermitteln, dass 80% unserer Industrie-Schallschränke auf Sockeln stehen. Die Lösung für einen Sockel ist bisher nicht sonderlich innovativ. Das ist der starke Stahlbrech, das steht aus 3 mm dicken Heckstücken, 2 mm Material für die seitlichen Blenden, mehrfach verschraubt, hin zu einem Rahmen, den man dann wieder mit einem Schaltschrank verschrauben muss und in der Regel relativ verweist. Man braucht diesen Sockel, um Kabel einzuführen, aber wenn man die Kabel dann dort befestigt und ordentlich führt, das ist so ein bisschen die Individuallösung geblieben. Unsere Lösung ist genau dieser Grundstoff, dann nach hier im Ausbau dargestellt, an unsere klassischen Ausbauvarianten, ohne dass wir jetzt zusätzliche Abmessungen neu definieren mussten, kann man in dieses Eckstück einklipsen. Man ist in der Lage, mit Eck- und Seitenblenden das Ganze auch entsprechend zu verkleiden. Es sieht so ein bisschen aus wie Lego. Lego ist durchaus beabsichtigt. Das Lego-System ist durchaus ein Vorbild, was wir uns nehmen, um auch unser System zu perfektionieren. Das nächste Thema, über das ich kurz sprechen möchte, ist das Thema Energieeffizienz. Momentan in aller Munde. Wir sehen es nicht als Hype, den man mal derzeit folgt, auch die Fachpresse mit Artikeln zu versorgen. Bedenken, und das ist auch, glaube ich, nicht weit hergeholt, das ist ein Zukunftsthema, was uns kontinuierlich beschäftigt. Und insofern sind wir neben Themen wie Materialreduzierung, Substitution natürlich damit beschäftigt, unsere aktiven Produkte so zu designen, dass sie im Vergleich zu den aktuellen Vorgängermodellen erheblich weniger Energie bei gleicher Leistungsausbringung verbrauchen. Ergebnis dieser Bemühungen sind diese neuen sogenannten UPI-Kühlgeräte, entstanden durch mehrere Maßnahmen im Einsatz von DC-Filterlüftern, verändert Wärmetauschergeometrie und dergleichen mehr, Energieersparnis im Vergleich zu den bisher am Markt befindlichen Komfortgeräten um die 45-50%, je nach Anwendungsfall. Modular, wie gesagt, eine Wasserbaugruppe, eine Kältebaugruppe, elektrische Mechanik und Software, das sind die 5 Module dieses Produktes, damit denkt ihr den gesamten Leistungsbereich ab. Auch integrierbar und halt koppelbar mit einem Wärmetauscher und führen mit
Wasser, das ist eine effizientere Variante, auch diesen zunehmenden Bedarf an Wasserklimatisierung in unserem Markt zu realisieren. Wie Sie auch unschwer erkennen können, handelt es sich nicht um ein Kleingehäuse, sondern um einen Großschrank. Es ist unsere Antwort auf die Frage, was können wir in unserem Großschrankprogramm noch tun, was haben wir nicht verfügbar. Das Produkt, was ich Ihnen jetzt vorstellen möchte, ich hoffe, es gelingt mir in dieses Nokia 1810, fotografieren Sie bitte jetzt, wenn ich mit das hier unbeholfen versuche, ist der Vitale S8, SP8-Schrank. Neue SP8-Schrank ist unser neuestes Modell und ergänzt den TS8-Schrank um eine neue zusätzliche Variante. Im Wesentlichen unterscheidet sich der SE8 von dem TS8-Schrank durch einen geschlossenen Korpus. Das heißt, die Seitenwände sind hier nicht separat anzubauen, sondern die Seitenwände sind direkt im Korpus integriert. Und das TS8-Profil, was ja vom TS8 seit vielen Jahren bekannt und bewährt ist, ist direkt praktisch an den Korpus des Schrankes anprofiliert. Das hat zum einen den Vorteil, dass der Schrank ideal für dynamische Beanspruchungen ist und überall dort, wo ich eine Einzelschrankaufstellung benötige, direkt eingesetzt werden kann und der Anwender spart sich die Montage der Seitenwände. Im Innenausbau ist der Schrank 100% kompatibel zum TS8. Das heißt, das komplette TS8-Zubehör, was man aktuell hier in dem Schrank verbaut sieht, passt 1:1 auch in den TS8-Schrank. Das heißt, Sie können eine Applikation, die einmal entwickelt ist, in den Einzelschrank SE8 bauen und können die dann 1:1 übertragen in den TS8-Schrank, Schaltschrank, ohne noch zusätzlichen Engineering-Aufwand. Ja, das Hausvital ist eine der Säulen auch unseres Verbandes, im speziellen Bereich der Automation. Und die Produktpalette des Hauses Rittal zeigt ja auch von ihrer Anwendungsbreite her, dass es in allen Bereichen der Industrie, auch in der Produktion unserer eigenen Mitgliedsunternehmen hier Anwendungsgebiete gibt. Insofern ist auch Rittal als ein Kooperationspartner für die verschiedenen Ausrüstungen, die in typgeprüften Schränken von Rittal hier vorhanden sind, ein wichtiger Bestandteil, ein wichtiger Baustein in der Automationsindustrie. Wir sind ja ein Unternehmen als Familienunternehmen, das ist typisch für ein Familienunternehmen, eine ganz bestimmte Gesellschaftsform hat, nämlich eine GmbH und Co. KG, und nun steht eine Stiftung. Die meistgefragte Frage, die mir so gestellt wird, die lautet immer, ja, können Sie uns mal die wesentlichen Erfolgsfaktoren nennen? Die Frage ist einfach, die Antwort ist viel schwieriger. Jakob Burkhardt, er ist Schweizer Kulturhistoriker gewesen, hat einmal einen Satz gesagt, ich glaube, der passt sehr gut. Größe ist möglich, wenn viele sich mit einem beschäftigen. Denn wir haben in 1989 in unseren Unternehmensgrundsätzen, die Ihnen auch vorliegen in der Imagebroschüre, als ersten Satz hingeschrieben, und das ist nichts anderes, indem wir gesagt haben, die zielorientierte Zusammenarbeit aller Mitarbeiter ist das Kapital unseres Unternehmens. Dass die Zielorientierung in diesem Unternehmen ein ganz großer Erfolgsfaktor ist, natürlich in der Zusammenarbeit zwischen Inhaberschaft und Management und Mitarbeitern. Der zweite Erfolgsfaktor möchte ich einfach mal so sagen, ohne Fleiß kein Greifen. Der dritte Erfolgsfaktor, ja, wenn man schon etwas tut, dann muss man es auch wollen. Das ist eine Frage nach der Willenskraft, die man hat. Und der Wille zum Erfolg ist uns schon in die Wiege gelegt. Und Unternehmen verändern sich über 50 Jahre, aber ich darf an dieser Stelle sagen, die Dynamik, die dieses Unternehmen von Anfang an gehabt hat, wenn es um die Frage geht, was wollt ihr eigentlich, wohin wollt ihr eigentlich, formuliert das mal, definiert die Ziele. Das ist eine weitere große, große Stärke dieses Unternehmens und seiner Mitarbeiter. Der vierte Erfolgsfaktor, und das können andere besser beurteilen, als ich das tue, weil ich Betroffener bin, ist die Tatsache, dass wir es geschafft haben, 50 Jahre Familienunternehmen zu sein und zu bleiben, dass wir es heute sind und dass wir dieses Wachstum als Familienunternehmen auch getragen und geleistet haben. Das fünfte ist, gib nur das aus, was du verdient hast. Das war ein Grundprinzip von Anfang an. Und dieses Grundprinzip haben wir bis zum heutigen Tage
eigentlich nicht verlassen. Aber gehen wir mal zurück in die Geschichte. Das muss man tun am 50-jährigen Jubiläum. Die fängt nämlich eigentlich 1947 an. 1947 war es Rudolf Loh, mein Vater, der nach dem Krieg im Prinzip in Haiger in einer zerbombten, das ist sie nicht, das haben wir kein Bild von, in einer zerbombten Zementfabrik begonnen hat mit Wärmflaschen und Gießkannen. Krankenhausbett, das war 47 dran. Vielleicht die Älteren können sich an die Wärmflaschen erinnern, die waren aus verzinktem Blech, runde Eier. Das heißt eigentlich, wenn ein Unternehmen in dieser Größenordnung oder überhaupt ins Ausland geht, dann heißt das immer Arbeitsplätze in Deutschland. Genau das Gegenteil ist der Fall gewesen. Wir haben gerade durch die Internationalisierung Großkunden für uns erst attraktiv gemacht. Sie haben verstanden, dass wir global sind und wenn wir sagen, sofort am Lager lieferbar, dann ist das keine Versprechen, das hier für Deutschland gilt oder für Bayern oder Hessen oder nur für England oder irgendein anderes Land in Europa. Nein, das ist ein Ziel, eine Aufgabe für uns gewesen, das weltweit möglich zu machen. Wir haben heute alleine von den kleineren Schaltschränken bis heute 27 Millionen Stück. Um Ihnen einmal eine Dimension zu machen. Hier werden heute im Werk in Herborn jeden Tag zwischen 7.000 und 8.000 Gehäuse hergestellt. Und wir starteten 1969, und das war nach der Kleinschrankentwicklung der erste große Schritt. Rittal ist der Erfinder des Reihenschubs, des anreibbaren Großschaltschubs. Laut Accenture-Studie, das haben Sie sicherlich gelesen, gehören wir zu den sechs Weltchampions dieser Erde. Ich weiß nicht, wer das bewertet hat, ich weiß nicht, wie er es bewertet hat. Es tut uns gut, aber was ich eben gesagt habe, eine der größten Herausforderungen, wir wollen es auch bleiben. Unser Wachstum wird in den nächsten Jahren und kommt auch jetzt schon verstärkt aus dem Ausland. Wir haben heute eine Aufteilung, die etwa 35% Deutschland kennt, 40% Westeuropa und 25% sind wir Übersee. Ich sagte eben, das System, Rittal, das System. Das ist der Motor für uns selber. Denn wir wissen, dass wir hiermit eine Plattform geschaffen haben, die heute schon hervorragend ist, die aber in der Zukunft uns viele Gestaltungsmöglichkeiten gibt, die aber auch dazu führen wird, dass die Standardisierung, der Trend zur Standardisierung der Schaltschranktechnik und den Themen, die dazugehören, wesentlich stärker in Zukunft gefragt sein wird, als es heute noch der Fall ist. Wir gehen davon aus, dass wir 2015 die Chance haben, einen Umsatz von 3 Milliarden zu realisieren. Schön, wenn man einen solchen Geburtstag feiern kann. Und ich glaube schon, dass ich Informationen hätte, auch den Herrn Loh und seine Mannschaft etwas zu würdigen. Aber dazu hat man mich heute auch nicht eingeladen. Und ein Schwabe kann das unvorbereitet nicht, weil wir loben niemand, es sei denn er braucht. Ja. Ich durfte das bei der Verleihung der Dieselmedaille tun und hatte damals schon zum Ausdruck gebracht, man muss aufpassen, denn für zu viel Weihrauch werden auch schöne Engel dreckig. Das kann man auf gar keinen Fall für die Zukunft riskieren. Das Einzige, was mich eigentlich immer nur an Rittal gewundert hatte, war, warum das Unternehmen nicht in Baden-Württemberg. Aber sonst kann man eigentlich nur sagen, dass in diesem Thema Herr Simons recht hatte, als er schon früher darauf hinwies, dass das im Grunde genommen ein Hidden Champion ist, kann man heute nicht mehr sagen, bei der Größe und der Weltmarktführerschaft, dass da ein Hidden Champion heranwächst. Und ich glaube, wir müssen uns immer wieder vor Augen halten, dass das Gros unserer Arbeitsplätze, dass das Gros unserer Wirtschaftskraft in Deutschland massiv von den Familienunternehmen gehalten wird. Nicht nur von so großen, sondern auch von der Vielfalt der Struktur. Und deshalb wird es wichtig sein, dass wir mit diesen Unternehmen ähnliche Prinzipien verfolgen, wie man sie an der Geschichte von Rittal festmachen kann.